Perfekte Lage im Herzen Heidelbergs. Und dann auch noch mietfrei. Wohnungen hier sind heiß begehrt. Selbst wenn die Inneneinrichtung eher karg ist, das ist eine Aussicht. Und das hier sind die stolzen Besitzer des Eigenheims in der Heilig-Geist-Kirche. Schon seit mehreren Jahren leben hier zwei Wanderfalken. Aber jetzt bedrohen Nilgänse das Luxus-Apartment. Sie nisten auch gern an höheren Plätzen und wollen die Falken rausschmeißen. Das Kampfgeschrei dringt bis zu den Nachbarn. Die machen ein Geschrei. Schreien im Spieße. Für die Wanderfalken ein echtes Problem. Ein Wanderfalk hat diese Größe. Ein Nilgans hat diese Größe. Ist aber so dick. Viel schwerer. Im Erdkampf auf dem Boden oder gar im Nistkasten drin. Da hätte der Wanderfalke keine Chance. Im Luftkampf sieht das anders aus. Wir haben Anwohner hier aus der Umgebung gesagt, sie hätten beobachtet, dass die Wanderfalken oben auf der Turmspitze gelauert hätten, wären auf die anfliegenden Nilgänse zugeflogen und hätten wie ein Bungee-Springer sie davon gescheucht. Aber nicht für lange. Schlimmer noch. Die Interessenten haben sich selbst zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen. Wie hält man so einen hartnäckigen Hausbesetzer ab? Man könnte sich ja da oben hinsetzen und man könnte mit einem Stock die anfliegenden Nilgänse davonjagen. Nicht? Oder der Jäger sollte kommen, sollte die abschießen. Das ist natürlich verboten. Hilfe gibt's trotzdem von den Heidelberger Falkenschützern mit einer Hightech-Alarmanlage. Das ist der akustische Alarm, was wir gerade hören im Moment. Bei Gänsealarm gibt's Blitzlichtgewitter und Höllenlärm aus den Boxen in der Falkenvilla. Und? Bringt's was? Ich habe jetzt bestimmt eine Woche schon keine Gänse mehr rumschreien hören. Die Wanderfalken wissen noch nicht von dieser Hilfe. Sie lauern weiterhin, jetzt noch oben. Falls die Nilgans käme, könnten sie wieder angreifen. Die Nilgänse müssen also weitersuchen. Vielleicht gibt's ja was Gemütlicheres neckarabwärts. Zum Beispiel in Mannheim.